Alles klar, Leute. Wir gehen zurück in den Wüstentempel heute. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Ja, beim letzten Mal an sich, die Hälfte ist schon durch. Ne? Ein bisschen die Hälfte ist schon durch. Würde ich mal behaupten. Wir haben hier gute Abkürzungen überall hin und können überall hin, wo wir hinwollen. Da, da, da. Und das Erdgeschoss ist komplett erledigt. So. Ich habe den Schlüssel. Ich kann den Stein hier hochheben. Ach, warte mal. Ich glaube, es geht ja gar nicht in den nächsten Stockwerk. Ich glaube, ich verlasse ja den Tempel jetzt erstmal wieder. Stimmt. So. Dun, 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 dun. Oha. Oh, Herzen. Sehr schön. So, kurz mal gucken. Hm? Ist hier jemand? Wer macht hier Stress? Ich hab Angst. Einfach nur so ein langer Gang. Okay. Okay. Und schon sind wir wieder draußen. Auf einer Erhöhung, wo wir sonst nicht hin können. So, hier kann ich nicht an die Wand ran. Guck ich mich mal kurz um. Hier, da geht's natürlich noch lang. Und ansonsten aber nirgendwo. Okay, gut. Na dann, gleich wieder rein. Der Wüstentempel. Oh, oh. Was ist hier los, hä? Oh Gott. Oh Gott. Ich könnte mir zur Hilfe eine Sandsäule in der Mitte machen, ne? Und dann immer... Aber ne, ich glaube, das geht ja auch so. Eine Sandsäule in der Mitte machen, um halt immer, ja, drum rumzulaufen, weil dann treffen die mich ja nicht, wenn ich in der Wand drin bin. Oder in dem Fall im Sand. Aber mein Schild ist doch richtig cool. Jetzt das Schild geht kaputt. Oh, oh. Nein, Leute, der Schild geht nicht kaputt. Wir sind ja nicht in Breath of the Wild, ne? Und nein, das war keine Kritik. So, war es wirklich nicht. Zack! Oh Gott, okay. So, wow. Wow, wow, wow. Okay, der schießt dreimal. Tschüss, Mann. Komm her. Und... Psusut. Scheiße! Platz. Okay. Nice, Mann. So, wir sind im ersten Geschoss und wir haben jetzt hier den Teleport dahin. Oh, cool. Der Tempel ist ja doch ein bisschen größer als gedacht, oder? Wie groß ist denn der Endboss-Raum? Nochmal die Endboss-Etage, okay. Wie viele Truhen es hier gibt? Nun gut. Alles klar, wird schon. So, jetzt erstmal nach links oder nach rechts, oder war das egal? Das weiß ich gar nicht. Ich gehe erstmal nach links. Ich verpasse sowieso nichts, oder? Ich darf hier nichts verpassen. So, genau hier war ja das. Wenn ich hier kurz runter gucke. Ah! Ah! Oh Gott, sind noch ein Statuen erstmal. Da. Genau, hier war ja ein Geheimweg, oder? Ja, warte mal, hier ist ja ein Geheimgang. Yeah, zu dieser Truhe hier. Die voll im Sand drin ist. Auch voll nice. So, ach, hier sind noch mehr Rubine. So, und... Nice. Oh. Aber ich glaube, die ist echt bloß einfach eine geheime Truhe. Da sollte jetzt einfach nur ein Honey drin sein. Sehr schön. Das heißt einfach nur, ne? Aber so eine coolen Verstecke, ey. Schön versteckt. So, Achtung. Jetzt muss ich hier den langen Weg rüber. Aber ich kann mir schön Zeit lassen. Oh, das ist so toll. Schön Zeit lassen. Ruhe ab. So, danke, dass du mir hilfst, du alle komische Teil da. So, hier unten sowieso von alleine schnapp. So. Okay, sind mir egal. Da könnte der Key sein. Ah! Oh Gott. Okay, warte mal, den kann ich doch einfach hier ganz fies. Ja, triffst doch nicht, triffst doch nicht. So. Hier haben wir noch einen Honey. Leute, geil. Ich kann mir wieder einen teuren 1200er Gegenstand kaufen von Ravio. Hm. Mal gucken, ne? So. Okay, hier haben wir wieder eine Truhe. Komme ich ja von der anderen Seite rein. Oh Gott. So, warte mal. Hier will ich erstmal kurz gucken. Hier hätte ich ja auch reingekonnt. Oh Gott. So, alles schön. Instant Kill hier. Da, da, da. So, schließt sich der Kreis. Alles klar. So. Komm, die sind alle, ich glaube, die bleiben alle tot. Gut. Kreis schließt sich, sehr schön. Kann ich erstmal nur hier lang? Oh Gott. Oh Gott. Ach, guck mal, wieder eine Öffnung. Bestimmt wieder für Sand. Oh, oh. Da schießt einer mit Pfeilen. Ah, du lebst ja. Du lebst ja. So schockiert mich das, ja. Oh, und ihr lebt. So, okay. So, du lebst auch. Hier haben wir noch eine große Truhe. Da ist der Schlüssel drin, Leute. Der Key. Der Riesen-Key. Okay, warte mal. Ich glaube, hier muss ich sogar... weil ich glaube, die Statue... Ne, der Pfeil kann ja den Schalter betätigen, ne? Muss ich mal ein bisschen gucken, was ich da jetzt mache. Wenn ich das hier so mache, dann kann ich die nämlich wegschieben. Und ab dann kann der Schalter betätigt werden. In einem schönen, ja, Rhythmus halt, ne? Ist doch cool. Nice! Hier haben wir drin, ne? Eine Kiem! Sehr schön. Bloß zu der großen Truhe würde ich ja auch gerne noch gehen, ne? So, mal gucken. Wie ich da jetzt irgendwie hinkomme.
Kling. Klong. Okay, hier drüber anscheinend ja erstmal nicht. Warte, wie komme ich da hin? Ich glaube, mit Endhaken geht das nicht, oder? So wie... Nee, in der Link to the Past ging das ja, aber Link Between Worlds ging das nicht. Irgendwie an der Wand lang. Aber so einfach ist das ja leider gar nicht. Okay, warte mal. Ich glaube, das geht sogar erst nur, wenn hier wirklich Sand drin ist. Wir haben ja da schon wieder so eine Öffnung gesehen. Wir haben ja da schon so eine Öffnung gesehen, dass hier wieder Sand rauskommt. Da oben. Dann gehe ich erstmal hier lang. Und habe erstmal Geduld. Hier ist eine Truhe unter dem Stein. Oh Gott. Ah, da war ja der Raum. Stimmt, warte mal. Hier muss ich doch, glaube ich, eine Kugel lenken, oder? So, haben wir noch ein bisschen Cash drin, oder was? So, komm her. Ups, nein, aufmachen. Es ist ein Huni. Alter, so viel Geld. Sehr schön. So, ich lauf mal kurz vorsichtig durch das Sandgefilde, denn hier tauchen überall Gegner auf. Keine Lust. So, hier, aua. Mit immer schon verarscht hier. So, zack. Gott. Das war knapp. Bein angegriffen. Okay. Ah, wow, ich depp. So, okay, ich glaube, die Kugeln, die brechen von alleine dieses Ding hier durch. Hoppala. Boom, sehr schön. Guck, wo die jetzt hinrollt. Okay, einfach gestoppt. Ich glaube, die hat ja eh kein Ziel. Die kann ja nirgendwo hinrollen. Warum war ich die jetzt gestoppt? Ich glaube, genau, ich glaube, dass ich dann einfach... Ich glaube, jetzt kommt nämlich eh keine neue mehr. So, da muss die mal das hier kaputt rollen. Ich weiß gar nicht, ob hier Bomben was bringen. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. So. Boah. Erstmal den hier hochheben. So, dann hat die Kugeln schön weiter lenken. Bloß ich muss gucken, wohin. Bis dahin, okay? So, dann warte mal, da kommt eine. Swoot. So. Swoot. Oh Gott. Und damit. Der Sand, Leute, der Sand. Er fließt. So, sehr schön. Sonst gibt es hier nur noch den fiesen Geheimgang hier runter. Warte, wo ist denn das jetzt? Hier, guck mal, hier ist die Tür. Voll fies, die man von hier natürlich nicht sieht, aber man hat ja schon vorher gesehen, von wegen, irgendwie muss man da von oben hinkommen. Sehr nice. Sowas mag ich, wenn so eine Räumlichkeiten dann doch voll versteckt sind, aber eigentlich auch nicht versteckt, ne? Das eigentliche Suchen hängt ja von der Perspektive ab. Noch ein Uni. So. Okay, dann sind wir aber echt bald durch hier. So, da waren zwar noch Rubine da drüben, aber und ein Herz, aber ach komm. Brauche ich nicht. Das ist hier alles voller Sand und die neuen Pfeile können nicht mehr schießen. Aber ich komme jetzt an die Truhe ran. Mit dem Master Key. Der Master Key. Dum, dum, dum. So. Es ist der große Key. So, ich habe auch den kleinen Schlüssel. Das heißt, ich kann jetzt, ja, ganz gechillt einfach wieder, warte mal. Hier lang. So. Ganz gechillt zur anderen Tür wieder. Ja, den schaffen wir heute, den Dungeon. Bin ja bald schon wieder durch. So. Ach, nice. Wow. Der schneidet richtig in die Wand rein. So. Okay, jetzt nach unten gibt es, glaube ich, noch einfach ein Secret. Und ansonsten... ja, Boss halt. Du musst erstmal die Tür aufkriegen. Okay, wie kriegt die Tür unten auf? Aber läuft doch. Ich habe noch eine Fee. Die Tränke helfen mir. Ach ja, stimmt. Der Typ, da muss ja die... Aua. Wie hat gerade der Laser mich getroffen? Hat der Laser durch die Wand geschossen? Das wirkte gerade doch so. Zing. Zwing. Und... Yeah. Alles klar. Ich brauche auch die Truhe da. Da ist ja ein Schlüssel drin. Aber ich habe keinen mehr. So. Oh, shit. Warte, jetzt schon wieder. Dum, 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 dum. Hallo? Wieder so ein guter Bounce-Typ. Oh, war ja. Okay, also. Eins, zwei, drei. Na, ich glaube, es kommen einfach nur... Sandgegner. Eine kleine Sandgegnerparade, nicht wahr? Düm. Tschüss. Düm. 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 Ich kann schießen. Oh Gott, oh Gott. Du, du, du. Nanu? Wo sind sie denn? Hallo? Achso, da. Okay, jetzt kommen die nächsten. Natürlich. Ey, 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 ey. Hey, ey. So. Ein auf jeden Fall. Instant Kill. Düm, düm, düm. Alter, was machen die aber auch einen Riesenstrudel? So. Yeah, Mann. Ich dachte echt, es kommt noch mehr. Aber gut. Kleiner Battle-Raum. Ist aber auch nicht der schlechteste. So, und ich sehe gerade, ich habe Raum vergessen. Guck mal, Leute, da rechts habe ich einen Raum vergessen auf der Karte. Okay. Da komme ich aber schnell wieder hin. Ich glaube, das ist sogar bloß ein Feenraum. Weil ich glaube, hier war nicht hier so fast in jedem Tempel noch ein Feenraum. Ein versteckter natürlich. Okay, dann geht da mal schnell hin.
Ich verpasse hier nichts, Leute. Was denkt ihr denn, wer ich bin? Ja. Ihr braucht jetzt nicht antworten. So, das war auch ganz geheim versteckt. Aber auch cool geheim versteckt. Also muss ich bloß aufpassen. Jetzt wieder diese Sandviecher. Irgendwo. So. Ich muss einfach... Ja, wo ist denn eine Tür hier einfach? Guck mal hier, die Perspektive verarscht einen wieder. Einfach hier durch. So. Ja, ich habe noch eine freie Flasche. Da benutze ich einfach mal eine Fee drin. So. Alles klar. Mit ihr an der Seite brauchst du keine Angst haben. Diese kleinen Feenquellen, ne? Ich finde die ja schon drollig. Gut. Okay, wir haben jetzt alles erledigt, Leute. Auch in diesem Stockwerk. Ja doch, also ich weiß nicht. Das ist irgendwie mein Lieblingstempel. Schreibt mir gerne mal, was euer Lieblingstempel war. Ich weiß jetzt hier in dem Playthrough haben wir jetzt noch nicht alle gesehen. Aber da es ja ein Replay ist, vielleicht habt ihr doch schon... Ihr kennt das Spiel vielleicht. Und jetzt kommen noch richtig... Es kommen noch coole Tempel, aber der ist irgendwie mein Lieblingsdungeon. Der ist so schön, so... Ja, so mit Sand. Ja, ich hab's ja schon erzählt, ne? Okay. Okay. Oh Gott. Hier haben die Mumien auch keinen Rückstoß, aber die greifen wir jetzt nicht mehr an. Wow. So, okay, jetzt haben wir wieder so ein Ding. Was soll er denn jetzt machen? Tsching. Tsching. Und tsching. Saugeil. Okay, jetzt bin ich hier oben. Aber warte mal, war hier noch irgendwas anderes? Nee. Ich glaube, das ist bloß der Abgrund. Dürfte nichts mehr sein. Keine Truhe, keine Geheimgänge. Gehen wir die Treppe nach oben. So. Okay. Und hier sieht man auch schon, okay, hier ist offensichtlich, auf der Karte sieht man halt hier, dass hier ein Raum ist. Da ist der nicht mal richtig versteckt. Der ist einfach hier. Und ich bekomme noch mehr Geld. Noch mehr Cash. Sehr schön. Jetzt könnte ich mir sogar zwei 800er Gegenstände kaufen. Ich glaube, das wäre sogar einfach besser. Ich glaube, das wäre gar nicht so verkehrt. Wenn wir gleich fertig sind, hole ich mir von Ravio zwei 800er Gegenstände. Die sich anhört, oder? Ihr wisst schon, vom Preis halt her. So. Hier brauche ich noch einen Schlüssel. Den werde ich hier unten finden. Oh Gott. Die Mumie. Was. Und tschüss. So. Okay, was soll ich hier mit der Statue machen? Oh, okay, du lebst ja einfach nur. So, lebst du auch? Natürlich. Ich kann mir alle Zeit lassen, weil eigentlich würde ja der Sand halt verschwinden wieder, ne? Aber nicht in unserem Fall. Au, je, kleiner Key. So. Zack, zack. Das ist hier nichts weiter. Sieht nicht danach aus. Kurz mal hier gucken. Nö. Also ein bisschen, aber so ein bisschen fragwürdig sind die Räume hier, oder? Die sind manchmal sehr, sehr kurz oder sehr, sehr klein oder so ein komischer Kampfraum und so. Da denkt man sich auch, ja, okay, aber... Ne? Aber ich weiß nicht trotzdem. Ich liebe diesen Dungeon. So. So, jetzt muss ich hier rein, weil ihr seht schon, ich werde wieder Sand benötigen. Kein Problem. Oh, Bomben. Upsala. Gehen die Dinger doch mit Bomben kaputt? Ups. Anscheinend schon. So, stopp mal jetzt kurz. Ah ja, stimmt, ich muss ja hier, genau. Wow! Ich muss hier ja die Bomben nach oben transportieren. So, opa. Okay, mach erstmal das hier kaputt. Damit der Pfeil wieder schön da durchschießen kann. Oh, ist ein Heimgang. Mit Money. Schön viel Money. Was meint denn das jetzt? Aua! Kommt der einfach rein? Schade, dass man sich mit dem Sandstab nicht selber hochheben kann, ne? Aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu OP. So ein bisschen. So, ich will, dass der hier wieder... Wo ist denn hier die Bombe, die hier gespawnt ist? Aber wisst ihr, warte, dann meint einfach mit meinen eigenen Bomben. Das ist mir jetzt zu läppisch hier. So, Nummer 1. Jawohl. Und dann einfach nochmal Nummer 2. Jawohl. Gut. Jetzt kann er schon bis hier hinschießen, aber noch nicht ganz durch. Ups. Ah, voll explodiert. Mann, Bombenlegen dauert, die braucht ja auch Ausdauer, weiß ich immer. Mann! Okay, gut. Okay, Moment. Mal erstmal das hier. So, was haben wir hier drin? Auch nur wieder Geld. Na gut. Aber mit einer Innenwand? Nö. Okay, na dann flucken jetzt aber. Alles klar. Und tsching. Jetzt werden hier wieder die Schalter betätigt. Ich glaube sogar wieder nach und nach. Aber ist ja genau. Ist ja genau gut für uns. Genau das, was wir brauchen. Oh Gott. So. Tsching. So, Leute, damit ist der Dungeon durch. Guck nochmal schnell, was ich jetzt hier tun kann. Ah, ja. Und Sand fließe! Oh, boah.
richtig angossen, Alter. Richtig krass. Okay. Sehr, sehr schön. Flupp. Dann kann ich jetzt einfach rüber. Oder auch nicht. Nee. Denn halt nicht. Muss ich auch gar nicht. Ich habe ja die Treppe. So, Leute. Boss-Time. Nein, noch nicht. Oh Gott. Alter, kann ich da einfach rüber? Ja, kann ich. Sehr schön. Ein riesiges Treibsandloch. Aber tatsächlich wird das von meinem Sandstab dann einfach ignoriert. Sehr schön. So, Leute, jetzt fragt euch natürlich, hey, wo ist jetzt der Boss? Naja, er ist halt wirklich nicht in Lowell. Der Boss ist nämlich, trotz alledem, der Boss ist in Lowell und der Boss ist nämlich nicht hier in Hyrule. Also alles schön. Dann gehen wir nämlich jetzt genau dahin. Schön voll geheilt, alles schön. Oh je. So. Okay, wo bin ich denn jetzt? Oha. Oha. So, wenn ich hier runterfalle, dann rutsche ich hier runter. Dann ist das fail. So, ich brauche den Sandstab. Ich guck mal, was ich denn noch sonst nehme. So, einfach let's go. Oh Gott. Wow! Irgendwie ist das viel geil. So, Gott, ich habe halt den Sandstab. Der ist so cool. Vor allem, ich habe den... Was ist jetzt passiert? Warum bin ich runtergefallen? Oh Gott. So, yeah. Boah, das ist so cool. Ich muss mir keine Gedanken machen. Das ist so cool. So, dass der Sandstab wieder weggeht, ne? So. Aua. Gott, Killer-Ananas oder was? Das ist die Riesen-Killer-Ananas. Und jetzt? Ich habe anscheinend schon die Hälfte durch. Anscheinend. Oh Gott, was macht der? Er macht gar nichts, weil er keine Chance hat gegen mich. Jetzt warte doch mit deinem komischen Transporter davor. Hast keine Ahnung, du hast keine Chance. Wow, ich bin so down. So, wartet mal. Ich genehmige mir mal einen kleinen Schluck, okay? Yeah, okay. So. Oh Gott, ey. Stirb mal! Wow. Aua. Boah, Alter. Was hat der da raus für seinen Strahl? So. Na komm, bist du gleich tot. Stirb mal! Aua, das tat weh. Einfach ohne Rücksicht auf Verluste mal wieder. Ihr kennt mich. Düm. Aber das wird am Ende bringen, was? So, daneben. Einfach was die ganze Zeit. Beste Taktik ever. Sehr schön. Oh, Irene. Das passte, dass wir jetzt echt gerade Irene gefunden haben. So, jetzt ist ja alles voller Sand. Sehr, sehr cool. In Lowell einfach so eine riesen Arena. Es ist vollbracht, Leute. Sack mir den neuen Herzcontainer ein. Yeah. Sehr, sehr schön. Und das war ja mein Lieblingsdungeon. Ach ja. Irene, Mann, du bist frei. Na du? Ah, Marcel! Der Wahrsager hatte also recht. Du hast mir Glück gebracht. Du hast dir mächtig Zeit gelassen. Ey, du, ich hab dich als Dritte befreit, ja? Was soll denn das, mich so ewig warten zu lassen? Na gut, dieses Mal verzeihe ich dir ausnahmsweise. Viel wichtiger ist, dass du unbedingt auch die anderen Waisen retten musst. Jetzt steh da nicht so herum. Schnell, hilf den anderen. Aber pass auf dich auf, ja? Kein Problem. Können wir deinen Besen weiterhin benutzen? Ich hoffe ja. Ich lass nochmal alle rotieren. Sehr schnell, jetzt finden wir uns noch 4 Stück. Ist das nicht nice? Ah, ein voller Erfolg. Yes! Das war wirklich ein voller Erfolg. Sehr, sehr schön. Okay, und jetzt halt, ja, jetzt gehe ich halt schnell wieder zurück zu Ravio. Denn ich hole mir jetzt echt, ja, anstatt einen Stab für 1200. Hey, Irene hier, überrascht? Oh, Irene, Mensch. Ein Gemälde zu sein war so langweilig. Ich konnte mich nicht mit niemandem unterhalten. Aber jetzt bin ich ja dank dir wieder frei. Danke. Das alles ist wirklich seltsam. Ich soll eine der Waisen sein? Ist etwas zu viel des Guten, oder? Obwohl ich ja schon immer gewusst habe, dass ich etwas Besonderes bin. Aber wenn ich hier schon nicht wegkomme, soll dir wenigstens mein Feger noch ein wenig helfen. Keine Sorge, der bringt dich auch ohne mich direkt ans Ziel. Aber schon gemerkt. Ach, ich wünschte, ich könnte bald wieder zu Oma zurück. Die macht sich auch Sorgen, aber ich werde dir bei Gelegenheit mal erzählen, dass bei dir alles okay ist.
das war so cool, man. So. Gut, Leute. Ich kaufe nochmal schnell ein. Und dann, ja, zack. Vielleicht mache ich beim nächsten Mal vielleicht wieder eine kleine Herzteilsuche. Muss ich mal gucken. Vielleicht, dass ich neue Herzcontainer mir hole. Das könnte mich jetzt eigentlich gut klappen, mit dem, auch mit dem Steil und so, den ich jetzt hochheben kann, die großen. Willkommen im Laden, kleiner Held. So, ich glaube, ja, die letzten beiden 800er-Dinger. Du willst den Tornado-Stab haben? 800 Rubies, den kauf ich mir. So, oh yeah. Und dann die nächsten 1200 werden dann halt der letzte Gegenstand sein. Vielen Dank für deinen Kauf. Und den Hammer will ich auch behalten. Alter, nicht mehr, nicht weniger. Ein riesiger Hammer. Herr damit. Echt jetzt? Es gibt kein Zurück mehr. Quatsch, kein Wiedergaberecht? Rückgaberecht, meine ich. Das ist ja fies, Rabio. Naja, warte, ich will Cash haben. Na, so, mal gucken, wenn du nochmal sagst, wenn man dir alles leer gekauft hat. Dann kriegt bestimmt man Joas Mask. Oder bin ich hier der Ober-Pro? Okay, gut. Aber Leute, das war's erstmal für den heutigen Part. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und für eure Aufmerksamkeit. Und beim nächsten Mal müssen wir mal gucken, was wir machen. Ich würde halt echt gerne Herzteile sammeln. Vielleicht ergibt sich ja was auf dem Weg zum nächsten Dungeon, ne? Wie wär's mit einer Pause? Ja, ich beende den Part. Ist okay. Alles klar, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.